Das soll hier jetzt kein Deutsche Bahn-Rant werden. Ich fahre sogar sehr gerne Bahn, aber ich will trotzdem mal Klartext sprechen darüber, wie schlecht es um den Bahnverkehr in Deutschland steht. Denn gerade die mehrfachen Streiks und darauf folgenden Tarifverhandlungen, das 49-Euro-Ticket und dass die Pünktlichkeit der Bahn auf einem Tiefstand ist, haben das Thema Deutsche Bahn mal wieder super präsent gemacht. Und deswegen wollen wir uns heute ansehen, wieso es so weit kommen konnte mit der Deutschen Bahn und wer daran Schuld hat. Und im nächsten Video am Donnerstag wollen wir uns dann ansehen, welche Lösungen es gibt, was man sich da im Ausland abschauen kann und welche konkreten Schritte dafür sorgen können, dass Bahnfahren wieder rund läuft. Deshalb Abo da lassen und Glocke anmachen und damit willkommen bei Breaking Lab. Jakob hier, los geht's. Seien wir mal ehrlich, es steht ziemlich schlecht um die Deutsche Bahn. Hier mal ein paar Fakten. Seit 2017 haben sich die Zugausfälle verzehnfacht und die Pünktlichkeit der Züge ist auf einem Rekordtief. Jeder dritte Zug im Fernverkehr ist unpünktlich. Außerdem steigen die Schulden seit 2016 um 5 Millionen Euro pro Tag. Insgesamt liegen die Schulden des Konzerns bei fast 30 Milliarden Euro. Das Schienennetzwerk verkleinert sich. Heute gibt es 15.000 Kilometer weniger Schienenstrecke als noch vor 70 Jahren. Und hinzu kommt, dass super viele Gleise und Bahnhöfe marode sind. Und dann gibt es da natürlich auch noch sowas hier. Schon irgendwie peinlich, oder? Das Ding ist, die Probleme, die wir wahrnehmen, also eben vor allem die Unpünktlichkeit, die schlechten Anbindungen, die hohen Preise und natürlich auch, sagen wir mal, das störungsanfällige WLAN, das sind ja nur Symptome. Die Ursache dafür, die liegt woanders. Und die sehen wir uns gleich genauer an. Erstmal müssen wir den Aufbau der Deutschen Bahn aber mal verstehen. Die Deutsche Bahn AG ist eine Aktiengesellschaft, was bedeutet, dass sie in Aktien unterteilt ist, die an der Börse gehandelt werden können. 2006 sollte die Bahn tatsächlich mal komplett vom Staat getrennt werden, also privatisiert werden. Dieses Vorhaben ist aber an der Finanzkrise 2008 gescheitert und deswegen konnte man noch nie Aktien der DB an der Börse kaufen, denn die sind zu 100% im Besitz des deutschen Staates. Das Verkehrsministerium ist dabei für die Steuerung und die Vertretung der Interessen des Staates verantwortlich. Das heißt konkret, das Ministerium hat starkes Mitspracherecht bei der strategischen Ausrichtung der Deutschen Bahn AG, kann also zum Beispiel entscheiden, wer der Chef ist, Mitglieder im Aufsichtsrat ernennen oder natürlich auch Gesetze bestimmen, die direkten Einfluss auf die Bahn haben. Wenn man sich also über die Bahn ärgert, dann sollte man sich eigentlich eher über die politischen Fehlentscheidungen der letzten Jahre ärgern, anstatt über den Konzern und vor allen Dingen schon gar nicht über den armen Kontrolleur, die arme Kontrolleurin, die einem da gegenübersteht und dann den ganzen Ärger abkriegt. Kommen wir mal zur Kritik vom Bundesrechnungshof, denn die ist ziemlich aufschlussreich. Also der Bundesrechnungshof ist ja eine staatliche Behörde, die die Finanzen der Bundesregierung und anderer öffentlicher Einrichtungen prüft. Nach der Prüfung gibt der Bundesrechnungshof dann auch Empfehlungen für die Verwendung von den öffentlichen Geldern und berichtet eben auch darüber, damit die Öffentlichkeit das mitkriegt. Und der hat sich auch schon häufig die Deutsche Bahn angesehen und jetzt Anfang des Jahres einen neuen Bericht rausgegeben. In dem wird natürlich vor allem das Finanzierungssystem kritisiert. An sich ist die Bahn ja ein wirtschaftliches Unternehmen und soll dementsprechend natürlich auch ihre Umsätze selber erwirtschaften. Das tut sie auch durch zum Beispiel Ticketverkäufe, Güterverkehr oder durch die DB Schenker, ein Tochterunternehmen, das Logistik im Ausland macht. So hat sie im letzten Jahr 56 Milliarden Euro an Umsatz gemacht. Das ist tatsächlich ein Rekordhoch. Das liegt vor allem daran, dass einfach viel mehr Leute mit der Bahn gefahren sind und eben an DB Schenker. Gleichzeitig hat die DB aber immer noch 30 Milliarden Euro Schulden. Und was man auch sagen muss, die Deutsche Bahn bekommt noch Zuschüsse vom Staat, um die Infrastruktur zu erhalten und auszubauen. Also letztes Jahr gab es da zum Beispiel 7,9 Milliarden. Also das kommt alles noch dazu. Die Aufgaben der Bahn sind natürlich neben dem ganzen Bahnverkehr, dass sie die Infrastruktur pflegen und sich damit 1,9 Milliarden Euro beteiligen. Und hier wird es ein bisschen krass. Das Problem liegt nämlich in der Definition. Also die Bahn ist nur dafür zuständig, die Infrastruktur, also die Gleise, Bahnhöfe, Brücken und so weiter, zu erhalten, nicht aber sie zu ersetzen. Wenn jetzt was richtig kaputt geht, dann wird der Bund zuständig. Und zwar unabhängig von diesen 7,9 Milliarden Euro Zuschuss, die es da gibt. Das heißt, die Bahn hat einen ziemlich geringen Anreiz, die Dinge zu reparieren, sondern lässt sie lieber so weit marode werden, bis es dann als ganz kaputt gilt und der Bund die Reparatur bezahlt. Ganz so einfach geht das natürlich nicht, denn wenn man Geld vom Staat bekommt und das in eine bestimmte Sache investieren soll, wie hier halt die Bahninfrastruktur, dann gibt es dann natürlich Bestrafungen, wenn man das nicht macht. Das sind dann die Sanktionen, also Strafen, die die Bahn zahlen muss. Und ich habe mal ein kleines Beispiel dazu gefunden, das zeigt, wie absurd das Ganze ist. Also abgemacht war, dass die Bahn mit dem Geld des Staates 875 Brücken in Deutschland reparieren soll. Wenn sie das jetzt nicht tut,
dann müssen sie Sanktionen im Wert von 15 Millionen Euro zahlen. Kleines Beispiel, hier in Köln wird gerade eine einzige Brücke über den Rhein für 300 Millionen Euro saniert. Natürlich schwanken die Kosten jetzt super stark für so eine Reparatur, aber 15 Millionen Euro ist in dem Kontext traurigerweise extrem wenig. Und was jetzt noch dazu kommt, die Bahn muss diese Strafe zahlen, egal ob sie jetzt nur zwei Brücken repariert oder nicht repariert hat oder 874. Das macht einfach keinen Unterschied. Und ich sag's euch, als ich das gelesen habe, ich konnte es selber nicht glauben. Und natürlich ist es jetzt naheliegend, dass die Bahn nicht alle Brücken repariert, sondern lieber diese 15 Millionen Euro Strafe zahlt. Und wenn die Brücken richtig kaputt sind, dann macht's ja der Bund und bezahlt es auch. Es ist quasi im wirtschaftlichen Interesse, die Infrastruktur verrotten zu lassen. Und das äußert sich dann natürlich darin, dass es immer mehr Verspätungen und Ausfälle bei Zügen gibt, weil Gleisanlagen oder Signal- und Leitungssysteme veraltet sind oder eben Baustellen die Gleise blockieren. Welche Lösungsvorschläge es für dieses krasse Problem gibt, das sehe ich mir ja in meinem nächsten Video am Donnerstag an, also übermorgen. Schaltet da auf jeden Fall ein und lasst ein Abo da, Glocke anmachen, damit ihr das nicht verpasst. Aber es geht ja noch weiter. Zusätzlich zu der sehr fragwürdigen Infrastrukturfinanzierung steigt der Verkehr auf den Gleisen weiter an. Das Schienennetz an sich wird aber geringer. Das ist natürlich klar, wieso es so Verzögerungen gibt. Dass das Netz abnimmt, das hat damit zu tun, dass seit 2005 pro Jahr nur 1,5 Milliarden Euro für Neu- und Ausbauten der Gleise ausgegeben werden. So gab es quasi keine neuen Strecken, die gebaut wurden, aber viele, die weggefallen sind. Und selbst wenn mal eine neue Strecke gebaut werden sollte, dann gab es tatsächlich oft Proteste von Anwohnern, die die Bauprojekte jahrelang blockiert haben, bis sie dann irgendwann von der Lokalpolitik komplett abgelehnt wurden. Außerdem wären für den Ausbau auch extrem viele Fachkräfte nötig. Besonders kritisch ist da die Situation bei Ingenieuren und das fehlt auch. Da kann man jetzt natürlich sagen, kann die Bahn teilweise nichts für. Aber es gibt einen weiteren sehr spannenden Kritikpunkt, den der Bundesrechnungshof im Bericht äußert, und zwar, dass die DB in die völlig falschen Sachen investiert. Da nennt der Bundesrechnungshof zum Beispiel risikoreiche Investitionen für New Mobility Aktivitäten, Drohnenlandeplätze oder Satellitennetzwerke, die der Bundesrechnungshof als nicht so wirklich gerechtfertigt ansieht. Oder Ausgaben für außereuropäische Bahnnetze, die DB International Operations zunehmend vermarktet. Also generell gibt es häufig Kritik bezüglich der Aktivitäten von der DB, der Deutschen Bahn, im Ausland, die laut Bundesrechnungshof davon ablenken, sich auf das Schienennetz und den Verkehr in Deutschland zu fokussieren. Es sind halt tatsächlich auch echt mittlerweile 600 Töchterunternehmen in 80 verschiedenen Ländern, die zu der DB AG gehören. Und inzwischen machen die Geschäfte, die nichts mit Eisenbahnen in Mitteleuropa zu tun haben, fast die Hälfte des Konzernumsatzes aus. Also die Kritik, dass vielleicht der Fokus nicht so ganz auf Deutschland liegt, den kann man da schon ganz gut nachvollziehen. Insgesamt wurde und wird auch generell einfach viel zu wenig in das Schienennetz und den Ausbau investiert. Sieht man das mal pro Kopf in verschiedenen Ländern. Und da liegt Deutschland schon eher im hinteren Bereich, was echt traurig ist. Dieses Jahr bekommt die Bahn sogar 13,6 Milliarden Euro vom Bund. Zuschüsse, die steigen also immerhin immer weiter an. Aber selbst mit diesem Budget ist laut Allianz pro Schiene nur ein Halten des aktuellen Schienennetzes möglich, aber immer noch kein Ausbau, den wir halt so dringend brauchen. Und auch die Elektrifizierung spielt da eine Rolle. Also hier sind mittlerweile so 61% der Schienen elektrifiziert, also zu einer Oberleitung. Dann kann das Ganze mit Strom fahren. Das ist vor allem wichtig für den Güterverkehr in anderen Ländern. Also so können die Züge da weiterfahren und der Transport durch LKWs kann weniger werden, was ja immer wieder gewünscht ist. Und das finde ich auch irgendwie krass. Also jede Bundesregierung seit 20 Jahren bekennt sich dazu, dass der Verkehr mehr auf die Schienen verlegt werden soll. Aber es gibt nie einen konkreten Plan. Selbst jetzt hat die Ampelkoalition, die ja auch zu Teilen grün ist, zwar formuliert, dass der Schienengüterverkehr bis 2030 einen Marktanteil von 25% haben soll, aber es ist halt nicht klar wie. Denn seit 2018 stagniert der Marktanteil bei 19%. Und das kritisiert jetzt auch der Bundesrechnungshof sehr deutlich. Also im Bericht steht, der Konzeptionsmangel muss ein Ende haben. Sind keine kurz- und langfristigen Ziele definiert, kann auf deren Umsetzung nicht hingearbeitet werden. Mich persönlich erinnert das jetzt ein bisschen an die Schule. Also wie willst du die Matheaufgabe lösen, wenn du nicht mal weißt, was du berechnen sollst? Das heißt, es müssen ganz konkrete politische Maßnahmen für die Verbesserung der Deutschen Bahn und vor allem die Verbesserung der Infrastruktur festgelegt werden, die dann mit Zielen und Teilzielen überprüft werden können. Und es muss eben sehr viel Geld in die Hand genommen werden. Die Regierung hat festgelegt, dass die Deutsche Bahn bis 2027 ca. 45 Milliarden Euro benötigt. Jetzt war ja die Rede davon, dass es immerhin 34 Milliarden Euro gibt, aber dass auch das nicht reicht. Das heißt, das könnte nochmal ein Problem werden. Und das bringt mich eigentlich auch ganz gut zum Abschluss von diesem Video hier, denn um die möglichen Lösungen für die Verbesserung der Deutschen Bahn geht es ja im nächsten Video. Insgesamt
möchte ich nochmal betonen, dass das alles kleine oder größere Probleme von einer sehr langen Abfolge von Fehlentscheidungen sind. Also man kann die Probleme, die die Deutsche Bahn und vor allem die Infrastruktur des deutschen Schienennetzes hat, nicht nur an den einzelnen Faktoren festmachen, sondern es stecken Jahre der Vernachlässigung dahinter. Aber dennoch gibt es eben auch Dinge, die jetzt geändert werden können und auch müssen. Und diese möglichen Lösungen schaue ich mir in 2 Tagen an. Also schalte auf jeden Fall ein, lasst ein Abo da, macht die Glocke an und schreibt mir mal in die Kommentare eure schlechteste Erfahrung mit der Deutschen Bahn. Hier dürft ihr also nochmal alles rauslassen und im nächsten Video gibt es dann nur konstruktive Kritik. Meine schlechteste Erfahrung kann ich auch mal kurz teilen. War ungefähr 1,5 Stunden in einem Zug in Süddeutschland in so einem kleinen Kaff und es wurde immer gesagt, es geht gleich weiter, wir werden gleich weiterfahren. Und nach 1,5 Stunden in diesem Zug kam dann die Durchsage, dass es nicht weitergeht und auch kein Ersatz kommt. Und wir eigentlich einfach schauen sollen, wo wir bleiben. Mitten bei so einem kleinen Bahnhof in Baden-Württemberg, wo es keinen anderen Bus gab, es gab keine Taxis, nichts. Das war wirklich nicht so geil, aber ich bin mal gespannt auf eure Storys. Ich glaube, ihr könnt das auf jeden Fall noch toppen. Und sonst sage ich bis zum nächsten Mal, und zwar am Donnerstag. Macht's gut, euer Jakob.